Mein Name ist Billy Lurk, auch wenn sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Ich war jahrelang versteckt, als Kapitänin der Dreadful Whale. Als Schmugglerin, Hehlerin, vielleicht Verräterin, je nachdem, wen man fragt. Namen werden überschattet von dem, was die Leute danach flüstern. Wenn man sich lange genug vor der Welt versteckt, wird man irgendwann vergessen und lebt allein mit seinen Entscheidungen. Aber ich vergesse nie, wer mich aus der Gosse gerettet hat. Daud, das Messer von Dunwall. Ein Name auf den Lippen Verzweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Karnaca ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf. Mein Arm leblos in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen. Aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein. Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. Raub. Spionage. Taschendiebstahl. Daud hat mich so einiges gelehrt. Damit komme ich erstmal über die Runden. Der Bahnhof ist schon lange ungenutzt. Das Schiff war schwer zu verstecken. Aber bisher ist es sicher. Was gibt's Neues, meine haarigen Freunde? Thank you.
Na schön. Die alten Albarka-Bäder sind nicht weit weg. Ich muss nur meine Schicht durchhalten. Ich sehe nach, was das war. Ich frage mich, wer das war. Haben jemanden verloren? Was? Ja. Na komm, dir werde ich's zeigen! Ich habe einiges über die Augenlosen gehört. Manches seltsam. Und nichts davon gut. Ich hol morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? Nee, diesmal nicht. Lavendeltinktur mag ja gut für Zauber und ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre schlechten Zähne damit spülen. Schläge. Hab 2 Wochen lang vom Hals abwärts nichts mehr gespürt. Taub wie ein toter Fisch. Konnte ohne Gretchens Hilfe weder gehen, stehen noch pissen. Dann lieber Duffys Knochenartefakte. Mach was
Vielleicht nur ein Aufhänger, aber wenn sie wirklich Magie nutzen, muss ich es mir ansehen. Wirst du dir ganz sicher wünschen, meine Salbe genommen zu haben. Kenne ich sie? Nein, natürlich nicht. Abgeschlossen. Privatbereich, klar. Aber ich kann dich reinlassen für 100. Beim Outsider. Daud! Sie lassen ihn kämpfen? Ich muss ihn da rausholen. Schaut nicht so hart aus. Moment.